herzlich willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Kaum zu glauben, aber in dieser Woche ist es 20 Jahre her, dass Neumarkt die Pforten der Landesgartenschau öffnete. Garten- und Pflanzenfans aus Bayern und darüber hinaus strömten in die Jurastadt. Und auch heute noch findet man Reste dieser Veranstaltung in der Landschaft und in den Köpfen. Machen wir einen Spaziergang im LGS-Park. Das klingt doch viel besser als laufen wir mal durch die alte Kläranlage. Tatsächlich sind das aber die Wurzeln der Neumarkter Landesgartenschau. Eigentlich sollte diese 1998 in Landshut stattfinden. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten übernahm jedoch die Jurastadt die Hauruck-Aufgabe und plante in 3 statt der üblichen 7 Jahre das Event. Für mich sehr überraschend, dass das wirklich so gut geklappt hat. Die Eröffnung hat die Frau vom Bundespräsidenten Herzog, war da. Es war alles recht schön, die Landschaft, die Gärten. Das war alles toll. Das erste Mal sowas herkriegen nach Neumarkt. Geschickt hat man die Reste einer stillgelegten Kläranlage in ein grünes Paradies verwandelt. Die alten Schlammbecken wurden zu Wassergärten. Aus dem Faulturmgebäude wurde der heutige Schauturm. Und das Seecafé baute man auf dem Fundament eines alten Motors. Über die gesamte Laufzeit der Landesgartenschau kamen 1,1 Millionen Besucher nach Neumarkt. Ich war sehr oft draußen, es war wunderschön. Ich war auch bei den Veranstaltungen. Ich war vor Ort mit der Gemeinde Pilsach. Wir haben da Aufführung gemacht, wir haben da so diese Waschweiber gemacht und haben dann über Neumarkt und über die Gemeinde Pilsacher was Gedichte gehabt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, da sind wir jetzt damals nach Neumarkt gezogen und wir wohnen auch da draußen, ganz in der Nähe. Für uns war das ein super Naherholungsgebiet. Und das ist es auch heute noch. Manche Attraktionen wurden zwar verlegt, zum Beispiel das Treidelschiff nach Mühlhausen. Die Freiluftarena ist aber jedes Jahr Veranstaltungsort für die kostenlose Kulturreihe Sommer im Park. Dass das Landesgartenschaugelände noch heute an vielen Stellen paradiesisch wirkt, ist auch der Arbeit von Ehrenamtlichen zu verdanken. Und wenn das Wetter in unseren Breitengraden nicht für einen Spaziergang durch die Kläranlage, die ehemalige Landesgartenschau passt, dann kann man immer noch Lego-Männchen durch das Modell des Parks laufen lassen. Dieser ist aktuell im Neuen Markt ausgestellt. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und danach haben wir noch diese Themen für Sie. Fleischbeschau mal anders. Beim Shooting des neuen Metzgereikalenders ging es nur sekundär um die Wurst. Außerdem spielen wir Ihnen ein Lied, und zwar das Lied vom Tod. Also bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Harmonika, das steht für Harmonie und Lebensfreude. Der ambulante Pflegedienst betreut Patienten ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen. Heike Hengel-Schweiger und ihr kompetentes Team beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch, damit die Einsätze ohne Zeitdruck organisiert werden können und die Pflegekräfte jedem Patienten die Aufmerksamkeit geben, die er braucht. Für eine Umarmung ist immer Zeit. Die fröhliche Frühlingsfee gibt es leider nur im Fernsehen. Alles, womit Sie Ihr Zuhause wirklich zum Blühen bringen können, gibt's bei Bauers Blumengarten und mehr. Starten Sie mit unserer großen Auswahl in den Frühling. Bauers Blumengarten und mehr in der Eva-Straße 6 in Neumarkt. Glas ist mehr als eine einfache Scheibe. Es sorgt für modernes Ambiente im Bad. Es sichert und verbindet Stockwerke. Es schützt stilvoll vor schlechtem Wetter. Mehr Ideen und kompetente Umsetzungen bietet Glasgötz in Neumarkt. Besuchen Sie unsere Ausstellung in der Alois-Senefelder-Straße 35. Die
Einkaufsstadt Neumarkt lädt ein. Zur Nacht der Sinne am 5. Mai erleben Sie beim Mondschein-Shopping bis 23 Uhr einen Einkaufsbummel der besonderen Art. Es erwartet Sie ab 16 Uhr Kunst und Kultur für alle Sinne und ein buntes Programm für die ganze Familie. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Willkommen zurück. Achtung, Klischee. Welchen Satz lernt man zuallererst, wenn man eine Lehre in einer Metzgerei beginnt? Darf es ein bisschen mehr sein? Wie gesagt, Klischee. Und trotzdem passt dieser Satz wunderbar, denn die Fleischbranche ist der Meinung, es darf mehr sein, und zwar mehr Nachwuchs. Und deshalb hat man an diesem Wochenende bei einem Fotoshooting mit den Klischees aufgeräumt. Geben Sie es zu, Sie haben sicher üppige Damen im Dirndl und Herren im weißen Kittel erwartet. Um mit diesen Klischees aufzuräumen, wurde das Fotoshooting für den Metzgereikalender unkonventionell gehalten. Der Einfall stammt von der ehemaligen Weißwurstkönigin Stefanie Forster. Vor 3 Jahren hatte ich mit einer Kollegin, die auch hier im Verein dabei ist, die Idee, einen Metzgerfrauenkalender zu machen, um einfach wieder ein bisschen unser Handwerk in die Öffentlichkeit zu präsentieren. Positiv zu präsentieren, weil wir zeigen wollen, dass sich in den letzten Jahren einiges getan hat. Und ja, Nachwuchsproblem haben wir natürlich auch ein ganz großes und da müssen wir gemeinsam was dagegen tun. Die Erlöse des Kalenders fließen deswegen in die Nachwuchsförderung. Die Aufmachung soll junge Leute ansprechen und zeigen, dass beide Geschlechter in der Metzgerei ihre Berechtigung haben. Klar, du solltest jetzt schon ein bisschen Kraft mitbringen, weil es halt auf Dauer schon in die Knochen geht. Die Fleischteile zuschneiden und veredeln, das ist dann auch, finde ich, eine super Frauenaufgabe, weil da musst du jetzt nicht so die mega Kraft haben, sondern einfach nur das Wissen, wie schneide ich es am besten zu und was mache ich dann damit? Am letzten Wochenende kamen für das Shooting etliche Freiwillige aus ganz Deutschland zu Norbert Wittmann ins Neumarkter Weißwurstmuseum. Sie ließen sich unter professioneller Führung schminken und ablichten. Ja, aber nicht so hart. Eine Voraussetzung war, dass die Models aus der Branche kommen und vor allem aus einem Handwerksbetrieb, nicht aus der Industrie. Fantasie und Feingefühl verbindet man eher mit einem Koch als mit einem Metzger. Hinter den Wurst- und Fleischtheken ist aber beides auch von Nutzen. Du kannst unglaublich kreativ sein. Du kannst der Theke einräumen nach deinem Empfinden. Was möchte ich heute machen? Wie ist zum Beispiel das Wetter? Wie sind die Leute drauf? Was passt zur Saison? Was ist regional? Und ich versuche das Produkt so gut wie es geht einfach weiter zu verarbeiten. Zum letztjährigen Metzgereikalender, der sozusagen die Premiere war, bekam Initiatorin Stefanie Forster viel positive Resonanz. Und ich bin jetzt auch schon öfter darauf angesprochen worden, was, du bist Metzger, das ist ja total cool und erzähl mal über deinen Beruf. Also ich habe schon den Eindruck, dass sich die jungen Leute wieder mehr dafür begeistern. Die grundsätzliche Botschaft soll lauten, Fleischerhandwerk ist sexy. Berufssuchende sollen Lust auf die Branche bekommen. Und die ein oder andere Kundin dieses Metzgers verlangt vermutlich beim nächsten Besuch noch 100 Gramm von der Schulter. So mancher Pianist, Schlagzeuger oder Kontrabassspieler dürfte jetzt gleich neidisch werden. Denn wir berichten über ein Instrument, das man überall mit hinnehmen kann, ohne sich groß abzuschleppen. Und dass eben genau dieses Instrument trotzdem sehr vielfältig ist, das zeigt sich am kommenden Wochenende in Beilngries. Über dieses ganz besondere Festival erzählt Ihnen jetzt mein Kollege Uli Badura mehr. Oder wie wir ihn nennen, der Junge mit der Mundharmonika. Nächster Halt wird präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt. Der Energiedienstleister für Stadt und Region. Das ist der Beweis. Auch Menschen, die eigentlich nur 2 Töne auf der Mundharmonika spielen können, können immerhin noch das Lied vom Tod spielen aus dem gleichnamigen Film. Aber die Künstler beim 18.
Beilngrieser Altmühltaler Mundharmonika Festival haben natürlich wesentlich mehr drauf. Christoph Reitl, herzlich willkommen. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass man in Beilngries jetzt dieses Instrument feiert? Ja, eigentlich ist es ein ganz großer Zufall. Der Georg Vandal hat vor 18 Jahren zum ersten Mal zu einem Mundharmonika-Spielertreffen nach Beilngries eingeladen. Er selber ist passionierter Mundharmonika-Spieler und mein Vorgänger und jetziger Bürgermeister Alex Annetzberger hat sich gedacht, Mensch, da könnte man eigentlich mehr draus machen. Dieses Instrument passt so toll zu Beilngries und Mensch, wir ziehen das auf und jetzt werden wir volljährig. 18. Mundharmonika-Festival. Man assoziiert es immer ein bisschen mit Cowboy-Songs oder eben mit Volksmusik, aber stilistisch von der Bandbreite ist es viel größer. Inwiefern wird es denn auch bei diesem Festival gezeigt? Es geht von der Volksmusik im besten Sinne über Blues, Country bis rüber zur klassischen Musik. Wir haben zum einen Santu und his Soul Patrol am Samstag da. Das wird ja ein richtig fetziger Abend und neu im Programm, das hatten wir so noch nie dabei, ein klassisches Konzert. Susanne Sauter an der Mundharmonika wird begleitet auf dem Flügel und das im Rittersaal von Schloss Hirschberg wird, glaube ich, wirklich ein Ohren- und Augenschmaus. Eine der weiteren Besonderheiten bei diesem Mundharmonika-Festival, es gibt nicht nur Konzerte, sondern es gibt auch Workshops, die dann tagsüber stattfinden. An wen richten sich denn diese Workshops? An Mundharmonika-Begeisterte. Also man sollte zumindest eine Mundharmonika schon mal in der Hand gehalten haben und vielleicht auch den ein oder anderen Ton richtig rausgebracht haben. Und dann geht's an die Technik. Da kann man etwas an der Technik feilen, das ein oder andere ausprobieren. Es sind alles Künstler, die auch am Festival selber auftreten. Also man hat so die gute Verbindung vom Lernen, vom Ausprobieren und dann auch live in Aktion zu erleben. Normalerweise wird ja am Schluss immer die Haltestelle durchgesagt, an der ich aussteigen muss. Heute läuft's ein bisschen anders. Dürfen heute mal raten, an welcher Straße ich aussteigen werde. Okay, keine Ahnung. Es gibt einen musikalischen Tipp. Achtung. Ja, jetzt ist es klar. Es geht in die Lindenstraße. Richtig. Nächster Halt wurde präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt. Der Energiedienstleister für Stadt und Region. Also, Beilngries ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und was sonst noch in den nächsten Tagen geboten ist, das verraten wir Ihnen wie immer in unseren Veranstaltungshinweisen. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Im Rahmen der Reihe Kunst im Keller gibt es am Freitag, den 27. April im Gewölbekeller das Figurentheater Flying Turtles zu sehen. Erzählt wird eine amüsante Geschichte über eine späte Liebe. Los geht's um 19 Uhr, Karten gibt es ab 10 Euro. Drei Berchinger Gästeführerinnen laden am Sonntag zu einer humorvollen Erlebnisführung mit Schauspielelementen. Thema sind die Lebensumstände, Sorgen und Aufgaben von Frauen vor mehr als 100 Jahren. Treffpunkt ist das Gredinger Tor. Los geht's um 17 Uhr und die Teilnahme kostet 5 Euro. In der Walpurgisnacht von Montag auf Dienstag gibt es im Evangelischen Gemeindezentrum in Neumarkt den Klassiker Nosferatu zu sehen. Für die musikalische Untermalung des Stummfilms sorgen Lissi Aumeier am Bass und der Marimbaphonist Horst Feigle. Diese Veranstaltung des Kulturvereins K3 startet um 20 Uhr. Und am Dienstag, den 1. Mai, findet auf Haubners Ranch in Stauf der 5. Tag des Esels statt. Die grauen Tiere stehen dabei im Mittelpunkt. Allerdings kann man auch zum Beispiel mit Lamas und Schafen auf Tuchfühlung gehen. Für buntes Programm und leckere Speisen ist gesorgt. Los geht's um 10 Uhr. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war's für heute. Wir verabschieden uns jetzt mit einigen Bildern aus dem Wurzhof. In der Einrichtung der Rummelsberger Diakonie in Postbauerheng gab es am Freitag ein großes Frühlingsfest, bei dem die Menschen mit und ohne Behinderung zusammen feierten. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.